Hey Leute, ich bin jetzt in Frankfurt angekommen und stehe vor, wie heißt das, Zeilgalerie. Mein Zeil. Und wir gehen da jetzt rein und ich will als erstes zu Lush, weil ich hoffe, dass ich da ein Weihnachtsgeschenk bekommen werde, was ich noch nicht gekauft habe. Und da sind ja jetzt die Weihnachtsprodukte wahrscheinlich reduziert, was gut ist. Und ja, ich zeige euch erstmal das Gebäude und dann gehen wir rein. Und gehen zurück zum Auto, weil es irgendwie keinen Sinn macht und es regnet und es war eigentlich alles gar nicht so toll da drin. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Es regnet wie bekloppt, ey. Es ist so ätzend. Wir haben uns den schlechtesten Tag überhaupt ausgesucht. Ich fühle mich wie so ein nasses Walross. Alles klebt an mir. Meine Haare nerven mich auch total. Ich habe kein Haargummi mitgenommen. Das ist ein Riesenfehler, weil wenn die so lang sind und dann nass werden und dann hängen die an den Klamotten und... Oh, also ich werde hier gerade ein bisschen wahnsinnig, aber Lush war erfolgreich, da habe ich noch bekommen, was ich wollte. Ich wollte ja noch dieses Geschenk holen, da habe ich das letzte erwischt, Gott sei Dank. Da habe ich mir noch was selbst geholt, das zeige ich euch schon später. Und ich war im Essen-Store, da habe ich eine Handcreme für meine Mama mitgenommen. Und ja, das war es eigentlich. Wir fahren jetzt zu Primark.
eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil der Laden wahrscheinlich wieder furchtbar voll sein wird und das wird total stressig und ach, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall danach fahren wir dann zum Main Tower. Das wird hoffentlich cool. Hoffentlich sieht man überhaupt was bei dem furchtbaren Wetter. Ja. Also es ist gerade irgendwie, ich bin gerade nicht so gut drauf, weil das ist echt irgendwie ganz stressig, weil ganz viele Leute in der Stadt sind und ich kann euch ja nochmal das Wetter zeigen, obwohl ihr habt es ja glaube ich gesehen. Ja, es ist einfach grau. Dann bis später bei Primark. Laufen jetzt zu Main Tower, aber ich wollte euch gerade was zeigen, was ich nur aus dem Fernsehen kenne. Tada. Ja. Okay, wir sind jetzt kurz davor, da rauf zu gehen. Ich dachte, ich zeige es euch nochmal von außen, bevor wir da sind. Und ja, also so schreckliches Wetter. Beschissensten Tag ausgesucht dafür. Also, oh, ich sehe aus, als hätte ich gerade geduscht. Das ist auch so schön gewesen.
nach Hause. Wir haben jetzt alles gemacht, fast alles, was wir wollten. Und wir sind jetzt ein bisschen fertig und haben Hunger. Wir wollten sonst beim Piano gehen, aber es war total voll. Ja, aber ist nicht so wild, weil was soll's. Egal, Hauptsache ich habe es mal von außen gesehen. Genau, ja. Also ich verabschiede mich jetzt hier. Ich bin jetzt ein bisschen fertig, aber jo. Tschüss!